Hallöchen alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Mystery of Solaris. Ja, wir befinden uns immer noch im Secret Dungeon. Hier haben wir auch aufgehört in der letzten Folge. Und ja, wir haben so einige Hindernisse überwunden, aber wir sind noch längst hier nicht fertig. Wir sind gerade mal im Erdgeschoss. Wir waren vorher hier, glaube ich, ja. Und wir müssen uns so langsam nach oben durchhängeln. Ich weiß nicht, ob wir das alles hier schaffen werden. Oder ob wir noch weitere Items dafür benötigen. Kann ich so direkt nicht sagen. Aber hier gibt's einige Secrets. So, ich sehe gerade, wir könnten... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, den Enterhaken zu verwenden. Ich könnte es versuchen, könnte aber nicht... Doch, ich könnte wieder dadurch. Doch, ich könnte dann wieder... Ja, okay, das war sogar sinnvoll. Ja, siehste. Als hätte ich's gewusst, ne? So, und hier... Upsala. Boomerang. Ganz genau. Und einen kleinen Schlüssel bekommen. Sehr gut. Das freut mich wirklich sehr, dass wir jetzt einen kleinen Schlüssel bekommen haben. So. So. Ach ja, verdammt. Ich muss wieder zurück, weil ich vergessen habe, dass wir... hier den Schalter betätigen müssen. Selbstverständlich. Gut, okay. Kein Problem für uns. Das war ja nur eine Kleinigkeit. So. Ganz viele Gegner. Wow. Sehr gut. Kriegen wir dafür irgendwas? Kriegen wir eine Truhe, wenn wir die alle besiegen? Nein. Überhaupt gar nichts kriegen wir. Okay. Ich verstehe. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Block jetzt dauerhaft jetzt verschoben ist. Oder ob wir noch was machen müssen. So, wir können natürlich jetzt schwimmen. Ist ja eine Voraussetzung dafür, dass man diesen Dungeon überhaupt hier bewältigen kann. Und ich sehe hier, können wir nicht viel machen? Sehe ich das richtig? Ah, nee, das ist nicht ganz richtig. Hm? War mir schon irgendwie klar, weil die hier irgendwie hier, die ganzen Blockpaare hier, ne? Und das hier hat irgendwie nicht gepasst. Jetzt sind sie alle glücklich miteinander. So. Weiterer Schlüssel. Ja, hier, mehr haben wir nicht verloren. Alles klar, dann. Ist das soweit okay? Ich weiß nicht, was wir hier noch machen können. Das können wir machen, aber wir brauchen einen zweiten Schlüssel. Das heißt, hier werden wir nicht großartig weiterkommen können. Das heißt, auf jeden Fall, ich glaube, eine Etage nach oben. Also besser gesagt, in dem Fall zwei Etagen. So, die Gegner sind wieder zurück. Sehr schön. So, haben wir ein paar Herzchen gesammelt. Ach, hier, okay. Kompass! Ja, danke. Danke für den Kompass. Den habe ich so sehr benötigt. Den Kompass. Meine Güte, du. Okay, viel mehr gibt's hier nicht. Außer ein Kompass. So gut, dann nutzen wir doch mal die Kraft des Kompass, vom Kompass. Wir sehen außer eine große Truhe da unten. Dritter Stock. Ich komme nicht so ganz dahinter. Thank you.
Okay. Clever. Ja, Leute, Mr. Blindschleicher hat mal wieder zugeschlagen. Es gab tatsächlich einen Ort, wo wir noch nicht gewesen sind. Ich habe das irgendwie ignoriert, weil ich dachte, wir können da nicht durch. Da lag ich aber falsch. Upsala. Das ist der fehlende Schlüssel. Ich denke immer zu kompliziert. Ah ja. Gut, okay, das heißt, wir können dann doch die Tür endlich öffnen, beziehungsweise den Block öffnen, was sehr, sehr gut ist. War das hier? Ich glaube nicht, das war nicht hier, das war nicht hier. That wasn't here. Wir müssen weiter nach oben, ne? Oder war das doch nicht, hä? Wait a second. Ja, warte, doch. Ich hab total die Orientierung hier verloren. Es war natürlich hier. Yeah. So, hier kannst du die nach oben. Und jetzt kriegen wir endlich. Du brauchst den großen Schlüssel, um die. Ach so. Ja, natürlich. Hä? Was? Ah ja. Oh my goodness, ach, das sind ein paar Ritter. Upsala. Meine Güte. Hier geht's aber los, du. Geh. Ich kann meine Wirbelattacke nicht aufladen, ne? Jetzt aber. Ah, jetzt haben wir den großen Schlüssel. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ist das? Ist das jetzt ein Dungeon-Item? Ist das was Besonderes? Was ist das? Du hast den halben Magiezähler gefunden. Deine magische Energie hat sich verdoppelt. Okay. Das ist sozusagen das Dungeon-Item. Interesting. Aber ist noch nicht alles. Aber hier passiert nichts, okay. Das ist schön und gut. Ach so, ja, genau, die Boss-Tür. Die Boss-Tür. Siehst du, das hätte ich komplett vergessen. Ich wollte gerade fragen, wo sollen wir denn lang gehen? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Na doch, ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß sehr wohl, wo es lang geht. Ich bin nur gerade so ein bisschen verpeilt. So, okay. Genau hier war das. Absolut richtig. So, und zack, rein mit uns. Noch ein Boss? Oh nein, ich weiß, was hier los ist. Ja, ich hab mir schon fast gedacht. Ich habe schon fast gedacht. Oh, yeah. Okay. Okay. Das können wir wahrscheinlich auch nicht so einfach öffnen.
Aber ich meine, es fühlt sich gut an, dass ich jetzt weiter bin. Ach so. I get it. Ich verstehe. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Davon gehe ich stark aus, dass wir das brauchen. Oder auch nicht? Doch. Warte. Vielleicht zum Schutz, ja. Nichts, okay. Ach, ein schönes Rätsel mal wieder. Und so schwer ist das gar nicht. Das sieht so schwer aus, aber wie gesagt, es ist ein Secret Dungeon, also... So. Logisch. Ja. Okay. Gut. Nein, nicht gut. Ich habe eine Idee. Ja, darauf kommst du. Ein Herzteil und jetzt haben wir 4. Ein weiterer Herzcontainer. Yes. Es läuft gut. Ich habe Angst vor dir. Und das aus einem guten Grund. Damit habe ich schon gerechnet. So, jetzt will ich wieder zurück hier zur Feder wechseln. Keine Ahnung, die Feder gibt mir ein gutes Gefühl. Ein Gefühl von Leichtigkeit. Ja. Ne? Hör auf. Ist sie schon der Boss? Oder ist sie einfach nur... Kann ich sie... Ach so. Ich hab schon eine. Was? What the heck? Das ist genau derselbe Boss aus Link's Awakening. What the heck? Was kann ich tun? Spiegel? Nee. Ich werde ihn mit einem Croissant bewerfen. Genau das werde ich machen. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Achso. Also es ist nicht genau derselbe Boss wie aus Link's Awakening, aber er hat jetzt eine andere Mechanik, aber prinzipiell der Typ da oben und genauso wie der Adler hier und der Tower hier, die Musik des Towers, das ist der 7. Dungeon von Link's Awakening. Ich habe keine Pfeile mehr, ne? Das war's. Was kann ich denn sonst machen? Das geht nicht. Ich kann ihn nur mit Pfeilen besiegen. Und ich kann ihn nicht einfach so nachladen. Mein Endhaken? Nee. Bomben?
soll. Ich glaube, ich muss es gleich nochmal versuchen. Oh! Sieh einen an! Ach so, der andere ist tot! Ich muss jetzt gut auspassen. Warte. Ich habe noch eine Fee. Das ist fair. Guter Boss. Was kriegen wir? Du hast das Hyrule'sche Schwert gefunden. Wow. My goodness. Dieses neue Schwert ist doppelt so stark wie das alte. Jetzt ganz schnell die Fee einsetzen. Hallo? Nein. Alter. Mach nicht diesen. So. Man merkt's auch, wie es das anhört. Das ist gut. Wir haben jetzt das Hyrule'sche Schwert. Ja, schon viel besser. So, was ich mich frage, wenn wir alle Herzen haben, können wir auch einen Strahl schießen? Na? Ich will es gerne herausfinden, aber ich habe hier nichts, was ich hier testen kann. Beziehungsweise ich habe keine vollen Herzen. Los, komm, ich will weitere Herzen haben. Wir haben gleich zwei Item-Upgrades bekommen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Das heißt, einige Gegner werden uns nicht mehr so viel Kopfzerbrechen bereiten. Kopfschmerzen bereiten, meine ich. Das ist sehr, sehr positiv. Nichtsdestotrotz. Warte, kann ich das? Schade, hätte ja klappen können. So Leute, als nächstes müssen wir tatsächlich zurück hier zur Feenquelle. Ich lasse mich am besten noch mal gleich heilen. Ja, heilen. Ist auch nur ein bisschen, aber besser als gar nichts. Lieber ein voll als leer. So, hier haben wir nämlich dieses Rätsel gelöst und ich meine, wir haben ja einen Hebel betätigt, der uns erlaubt, wieder hier genau rauszugehen. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil Eisenschlüssel. Der Punkt war der. Ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass wir den hier verwenden können. Aber macht auch nichts. Kriegen wir mit dem Steinschlüssel. Wo ist das bloß das Schloss, das zu ihm passt? Ja. Das sind schon sehr, sehr lustige Sachen hier. So, wir haben auch gerade ein Schloss gesehen. Da werden wir auch hingehen. Direkt. Oh, das ist so gut. Das fühlt sich so gut an, dass wir die Gegner jetzt richtig platt machen können. Ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass wir das hier verwenden können. Also ich bin mir nur nicht sicher. War das hier? Ich glaube schon, ja, das war hier. Holzschloss, okay, das war... Okay.
Dafür brauchen wir den Holzschlüssel, lustigerweise. Logischerweise, nicht lustigerweise, warum? Wobei, war gut. Man kann es auch lustig finden, wenn man möchte. Aber wo? Ich glaube hier von hier. Ja, ich glaube, ich weiß schon. Kann ich da durch? Natürlich, sehr gut. Sehr gut, ich glaube, das war hier, ne? Ja. Ja. Oh my goodness. Wie bist du hier reingekommen? Nun, wenn du schon hier bist, biete ich dir an, mein ganz neues Spiel auszuprobieren. Ein Versuch kostet 30 Rubine. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Willst du hier spielen? Ja. Danke, das Spiel besteht darin, eine Truhe deiner Wahl zu öffnen. Ihr Inhalt gehört dir. Der erste Preis ist ein großartiger Holzschlüssel. Ein Herzteil. Gut. Dann will ich nochmal spielen. Oh, gefunden. Vielen Dank, Kumpel. Aber was soll ich jetzt damit machen? Ah, nicht mit dem Holzschlüssel, sondern, sondern was soll ich jetzt wie soll ich jetzt da nochmal spielen oder wie? Gibt's da noch was extra? Weil das Herzteil habe ich jetzt gefunden. Oder gibt's nochmal ein Herzteil? Das muss ich nochmal herausfinden. Aber immerhin haben wir das Herzteil gefunden. Ich kann's mal später nochmal probieren. Aber ich möchte keine weitere Zeit verlieren. Ich möchte auf jeden Fall zum nächsten Dungeon. Das möchte ich. So, als nächstes hier, ne? Jawohl. Das ist, ja. Okay. Oh, das ist... Das habe ich zwar jetzt nicht beabsichtigt, aber wer weiß, vielleicht befindet sich hier ein Secret. Ich will es zumindest hoffen. Also das habe ich nicht beabsichtigt, Leute, aber wenn ich das schon hier entdeckt habe, ungewollt... Okay, ich schaue mich erstmal nochmal um. Okay, hier ist nichts. Aber hier ist was, ein Herzteil. Meine Güte. Also ich habe jetzt gerade richtiges Glück, ohne nachgeschaut zu haben. Wirklich, ich habe wirklich nicht nachgeschaut. Ich habe wirklich nur wegen den Schlüssel nachgeschaut. Das hier ist alles komplett blind. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Also alles sind Versehen. Aber es war ein positiver positives Versehen. Es war ein wunderschön. Oh, so. 300 Rubine. Ich bin zufrieden. Ein schönes Geräusch. Jetzt muss man sich nur vorstellen, man hätte wirklich so viel Geld. Ich weiß, es ist nur Wunschdenken. Okay. Hier können wir, glaube ich, nicht weiter. Schade. Aber gut, dass wir das jetzt entdeckt haben. Ich meine, wir konnten hier gar nicht nach unten, ne? Und wir können uns auch nirgendwo hin teleportieren, ne? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, ich muss mal nachschauen, ob ich irgendwie... Ja, eine Tür gab es hier nicht, ne?
die man irgendwie freischalten konnte. Da gut, das macht nichts. Es ist nicht schlimm. Aber ich würde gerne jetzt hier raus. So, wenn ich hier nach oben schwimme. Wir sagten ja, hier geht's nicht weiter. Gut, hier war die Truhe. Ich komme hier weg. Oder hier. Das ist ja eigenartig. Ist doch eine Sackgasse. Wieso komme ich jetzt hier raus? Es muss einen Weg draußen nach draußen geben, nur ich kenne ihn gerade noch nicht. Oder beziehungsweise, ich habe es vielleicht übersehen. Das ist möglich. Hier waren wir ja auch schon. Hier können wir keine Bombe werfen. Also wir können eine Bombe legen, aber das wird nichts bringen. Ne? Bin ich hier gesoftlockt oder was? Das kann nicht sein. Beziehungsweise das darf gar nicht sein. Meine, das Spiel hat schon ein paar fiese Rätsel, aber bisher konnte man immer wieder irgendwie weiterkommen. Oder geht es hier durch? Ich konnte keine Möglichkeit finden, hier irgendwie durchzukommen. Ah doch, das geht. Okay. Du hast den Eisschlüssel gefunden, er führt ohne Zweifel an einen eisigen Ort. Ich bin irgendwie total lost, Leute. Ich kann mir das jetzt alles nicht erklären. Dass ich hier durch kann, wusste ich gar nicht. Meine Güte. Aber wir können hier wirklich nicht mehr weiter. Trotzdem bin ich neugierig, was hier in dieser Truhe da drin ist. Damit habe ich gar nicht gerechnet, Leute. Ich war die ganze Zeit voll lost. Lostig, aber richtig, so richtig lostmäßig lost. Nichtsdestotrotz, ich will ja wieder hier weg. Das muss doch auch irgendwie gehen. Wobei, ach ja, ja. Ich kann auch von dort lang. Geht das? Ja, ja, okay, das geht. Nee, geht nicht. Okay, okay, okay. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt, sorry. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Das ist meine Schuld, okay. Ich nehme das alles auf meine Kappe. Gut, gut. Willst du mir ernsthaft sagen, dass ich hier nicht durch kann? Ja, das wird er. Ja, okay. Was ist hier? Das werden wir noch bald herausfinden. War das ein Krampf, du? Das war ein Krampf, du. Ich habe ungewollt den richtigen Ort gefunden. Obwohl ich das gar nicht wollte. Muss man an dieser Stelle sagen.
So, dann lass uns mal erstmal wieder nach oben gehen. Weil wir sind noch nicht fertig. Ich will noch nicht den Dungeon betreten. Weil wir haben ja noch ein paar Truhen gesehen, die möchte ich zumindest noch besorgen. Wie ich die Truhe unten öffnen kann, weiß ich noch nicht. Ich will es auf jeden Fall herausfinden. Aber ich möchte das nicht so ganz unerledigt lassen. Und deswegen kümmern wir uns nochmal an dieser Stelle drum. Und ich denke, damit sollten wir dann auch gut dastehen. Und dann würde ich den Dungeon im Folgepark dann halt beginnen. So, ja. Genau, das war das Problem. Okay. Okay. Psyla? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Da war oben aber noch eine Truhe. Ach so. Ist aber nicht alle, oder? Ich will nochmal nachschauen. Ich will mich ja vergewissern, dass sie auch alle Truhen hier besorgt haben. Was? Gut, den lasse ich da. Ich werde die nicht hochheben. Was brauche ich hierfür? Gut, es müssen alle Truhen geöffnet werden. Schaffen wir das denn? Das ist halt die Frage. Ich glaube, es waren alle sogar jetzt. Also jetzt sind noch die beiden, die letzten zwei, ne? Das ist mir klar. Also das waren nicht alle, alle in dem Sinne. Wir haben alle hier schon gesehen. Das meine ich damit. Ein Herzteil. Oh, so. Musa, das ist gut. Das ist gut, ey. Das ist gut, ey. Das beruhigt mich ungemein. Das ist ein echt gutes Gefühl. So, das war die falsche Richtung. Aber ein gutes Gefühl, alle Herzteile gefunden zu haben, Leute. Ein echt gutes Gefühl. Weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Es ist einfach sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, das heißt, wir können eigentlich wieder zurück in die Berge. In die wundervollen Berge. Ich habe nur vergessen, wie. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Aua, hör auf. Meine Sohn, ne? War das so? Weiß es gar nicht mehr. Nein. Nein, einfach nein. Nein, das ging anders. Das ging anders. Ich meine, wir müssten hier lang. Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen verpeilt. Man möge es mir verzeihen. Man möge es mir nachsehen.
Dann möge es mir nachsehen. Ja gut, dann müssen wir wieder zurück, glaube ich. Weil da ging es in die Berge, glaube ich. Ja, ich meine ja. Ja, okay, hier. Hier sind sie. Und schon wieder eine Link's Awakening-Referenz habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, weil es einfach zu gut ist. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, dass Link's Awakening eins meiner liebsten Lieblingsspiele ist. Es ist halt so toll und so einzigartig. So, wir lassen uns erstmal ein bisschen heilen wieder. Wobei, das brauche ich gar nicht. Verdammt. Aber kann ich... Hat sie denn meine... Nein, sie hat meine Flaschen nicht gefüllt. Warum füllt sie nicht meine Flaschen auf? Das würde mich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren. Autsch. Das war gut. Das war einfach nur gut. Das war auch gut. Das war auch erst recht gut. Das ist alles gut. Das war auch gut. Mehr als gut. Was anderes kannst du auch nicht sagen. So. Ja. Oh, immer. Dass man es doch immer Mikropixel genau nimmt, ne? Gut. Ja genau, ich glaube, es war hier. Hier konnten wir ja nichts machen. Ich wüsste auch nicht, was man hier machen könnte. Ne. Keine Ahnung. So, was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass wir uns jetzt hier rumkümmern können. So. Hört hin. Ach so, das war's. Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie so ein legendärer Sound, der diese Tür öffnet. Bam, bum, bim. Und dann kommen wir rein. Nee, einfach nur dieses Geräusch. Das Standardgeräusch. Der Standardton. Mach nichts. Wir gucken ganz kurz mal rein. Siebter Dungeon. Eistempel. Mit diesem Eistempel werden wir auf jeden Fall im nächsten Part weitermachen. Definitiv kann ich euch garantieren, es wird im nächsten Part dann damit weitergehen. Und ja. Ja, ich bin gespannt, was der Eistempel so für uns parat hat. Weil der sechste Dungeon war ja auch nicht ohne, muss man sagen. Und der Secret Dungeon auch nicht. Der Endboss, ich fand den Endboss episch. Einfach nur aus dem einfachen Grund, weil ich ein großer Link's Awakening-Fan bin. Und das war eine klare Link's Awakening-Referenz. Finde ich gut, dass das Team hier eingebaut hat, finde ich richtig gut. Und dass wir dadurch halt das Master Sword bekommen haben, würde ich sagen, dass das Master Sword ist. Oder vielleicht bekommen wir im Laufe des Let's Plays vielleicht noch ein weiteres Schwert. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir im nächsten Part auf jeden Fall mit dem siebten Dungeon weitermachen werden. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Part mit einem Like unterstützen könntet. Diesen Kanal abonniert, falls ihr neu seid. An dieser Stelle herzlich willkommen. Ihr könnt euch gerne auch die Playlist anschauen und euch das komplette Display dadurch anschauen, um das besser nachvollziehen zu können. Weil dieser eine Part wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Definitiv nicht. Dazu ist dieses Spiel einfach zu gut. Finde ich zumindest. Abgesehen von den Rätseln. Aber wie gesagt, ich werde zum Fazit würde ich sowieso am Ende des Let's Plays kommen. Aber das kann man schon vorwegnehmen. Diese Rätsel sind schon nicht ohne. Aber gut. Alles klar, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Und nicht vergessen, auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Aber ich bin gerade sowieso ein bisschen verpeilt. Von daher kann es sein, dass ich mich 10 und 20 Mal wiederhole. Das ist halt so, wie es ist. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch beim nächsten Part wieder begrüßen darf. Und ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.